Tutorial, die Gästezimmer für den Gasthof Roggenbrunn. Guten Tag und herzlich willkommen zu einem Tutorial über Gästezimmer und zwar in unserem Gasthaus Roggenbrunn. Mein Name ist Kumpel, du bist im Studio Winter und wir legen direkt los und trödeln hier gar nicht rum. Oh, ich war noch am Fliegen, habe ich gar nicht gemerkt. Ach ja, 1,13 wäre schön, können wir leider nicht. Und wir müssen hier uns lang krabbeln. Ich mache mir mal einen Arm. Ich bin durch die falsche Tür rein, ich weiß. Wir werden uns heute den Gästezimmern widmen und ich denke, wir fangen einfach hinten an und wir werden einfach hier hinten über dem Stall, weil es da auch potenziell schön warm ist, werden wir das Königszimmer hinbauen. Und ich denke, da werden wir beim Bett mal so ein bisschen abweichen von der Norm, die wir sonst so gehen und werden ein fiktives Bett, das nicht verwendbar ist, machen. Es wird ja das Königszimmer, also kann das Bett schon ein bisschen größer werden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir doch platzmäßig... So, wir machen das klassische Minecraft-Bett aufgrund der Erkennbarkeit. Das ist in dem Zusammenhang ganz gut, wenn man direkt weiß, oha, dies ist ein Bette, das ist aber nette. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen experimentieren, kurz. Ich könnte hier, bevor ich hier weitermache, auch nochmal für ein besseres und harmonischeres und schöneres Licht eine Fackel hinhängen und da drüben auch noch eine, dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Und wir schauen mal, was wir hier für ein Bett zaubern können. So, ich bin jetzt geneigt, hier nach oben zu gehen noch. Wir machen mal so ein Klappenbett. Das heißt, lass mich mal kurz überlegen und denken. Wir setzen dann hier oben das so. Dann würde ich aber aufgrund der Tatsache, dass wir... Nee, das machen wir nicht so. Wir wollen da Bettvorhänge noch anbringen. Deshalb... Ich weiß aber nicht, Moment mal, das muss ich erstmal testen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Na komm, ach so. Ach, ich komme da gar nicht hin wegen... Ah ja, natürlich. Ich möchte mal kurz gucken, was das überhaupt hergibt mit den Bettvorhängen. Es kann sein, dass wir Bettvorhänge direkt wieder verwerfen. Ich nehme jetzt mal ungefärbte, sonst irgendwie... Ja, die verwerfen wir wieder. Okay, wir haben da also Gestaltungsfreiheit und können demnach das so machen, wie wir lustig sind. Ich würde tatsächlich dann hier das erstmal noch so machen. Und dann ziehen wir mal sowas wie einen... Mittelpfosten vor. Ja, danke schön. Dann sind die Bettvorhänge gerade zum Waschen ab. Das kann man sich ja so vorstellen. Und dann könnte man hier gerade mal eine Mittelstütze. Nein, 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 das machen wir nicht. Nee, das geht ja auch nicht. Ich muss dahin, dann muss ich dahin. Dann geht das theoretisch, dass man das hinten abschließt. Na, da sieht jetzt jedenfalls schon nach einem ziemlich epischen Bette aus. Weiß ich noch nicht 100%, ob ich das so haben möchte. Aber man kann hier gut reinklettern, man kann da gut drin schlafen. Ist also was für die Ultra-Reichen. Ist ein richtiges mittelalterliches Kastenbett. Ist eigentlich gar nicht so übel von dem Ansatz her. Man könnte gucken, ob man das noch ein bisschen irgendwie variiert. Dass man das so vielleicht macht. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Hier so ein Nachttisch. Vielleicht angebaut, den man nicht erreichen kann, weil da ja ein Träger ist. Ist aber nicht schlimm. Wir sind hier ja in Minecraft, nicht im Realismus. Das heißt, hier so könnte ich mir so ein königliches Bett schon ganz gut vorstellen. Doch, ja. Wir können leider da nichts draufsetzen, so wie wir es gebaut haben. Das ist schade, aber da müssen wir mit leben. Dann kriegt der König hier so eine gotische Truhe. Ja, ich würde sie fast hier herstellen. Nee, wir stellen sie daher. Beziehungsweise hier natürlich, das ist jetzt nicht wirklich der König, muss ich dazu sagen, sondern es ist eher so, ach, da bleiben wir jetzt gerade mal bei dem hellen Holz. Wir machen das einfach so, dann kriegen wir da auch eine Mitte vom Tisch hin. So, weil wir wollen da einen Spiegel hängen. Wobei, nee, dann könnten wir, warte mal. Wir machen die Truhe so, wir ziehen hier ein ganz großes Board durch. Weil dann passt unser Spiegel da perfekt hin. Das wird eh wieder ein Krux mit dem Spiegel. Beziehungsweise, so sollten wir ihn eigentlich in den Griff kriegen. Aha, das war ja ein Glücksfall. So, dann können nämlich dort auch, dort und dort, zweimal Blümchen hin. Dort ein Blümchen. Und da machen wir jetzt passend eben zu... Ah, man, nehmen wir mal unsere Studio-Winterfarben.
Die rote hier in die gelbe dahin. So, können wir da eigentlich noch sowas wie einen Teppich davor legen, dass man hier nochmal einen roten Teppich davor legt? Nee, das ist der Krux mit Bildern. Vielen Dank, Minecraft, dass du so nett zu mir bist. Zicke. Das zickigste Spiel ever. Ja, Waffen sind auch gut. Ja, tolles Bild. Ja, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Da war er. Oh Gott sei Dank, er kam zum zweiten Mal nochmal. So, aber wo ich das gerade gesehen habe, da könnte man hier vielleicht dann einfach mal dieses Bild hinhängen. Das kommt da ziemlich episch. Und wir werden auch da dann einfach noch eine Druhe davor stellen. Das war ja im Mittelalter durchaus so, dass es da viele Druhen gab. Beziehungsweise so eine Sitzgelegenheit wäre vielleicht auch noch ganz gut. Schauen wir mal. Dann legen wir hier mal unseren Teppich hin. Können wir hier denn so einen Blumentopf noch hinstellen? Ach, ich krieg die Blumen ja nicht kopiert. Also doch, die Blumen schon, aber nicht den Topf. Ach ja, beziehungsweise könnten wir da so eine Druckplatte hinlegen. Macht er das denn? Ich probier's mal aus, wenn wir hier so eine vergoldete Druckplatte hinlegen. Ja, das geht. Komisch. Gut, aber gut, dass es geht. Das ist sozusagen mal blockübergreifend dann, also das nimmt wirklich nicht den ganzen Block ein. Davor stellen wir dann hier schon mal eine Sitzmöglichkeit. Da nehmen wir jetzt mal was anderes. Das ist mit purpurnem Sand, Sand vor allem. Genau, Sand. Sand bezogen. Und da gibt es hinten auch noch so eine Leseecke. Dann nehmen wir die Kiste hier nochmal wieder weg. Oder besser gesagt, machen wir den Lesesessel dahin, ans Fenster. So, der kriegt jetzt auch noch, wir nehmen das hier als Armlehnen. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. So, den verkleiden wir auch von hinten noch, weil wir es können. Hier nicht, hier können wir es nicht, deshalb tun wir es auch nicht. So, vielleicht sollte man die hier tatsächlich dann auch noch so, dann kommt die Truhe hier ganz weg, ne? Das sieht dann jetzt hier ein bisschen komisch gerade aus. Jetzt fliegt gleich der Teppich. Und dann, jetzt fliegt auch der Scrooge. Naja, ich habe ja jetzt eingesammelt. Dann kommt das hier so hin. Und dann kommt dann da. Warte mal, nee, wir machen das anders. Vielleicht haben wir Glück mit der Werkbank. Ups. Nee. Ja. Da haben wir Glück mit der Werkbank. Dann gibt es hier so einen Schrank. Dann lassen wir es doch hier so. Da legen wir aber das drauf, oder? Dann gibt es kein zweites Blümchen halt, ne? Das ist schade ein bisschen. Machen wir das hier so eingebaut. Dann können wir hier, da gibt es einen Schubladenbereich. Der ist ja auch teuer gewesen im Mittelalter, so Schubladen zu fertigen und sowas. Aufwendige Geschichte. Nicht ganz so einfach. Dann kommt das Blümchen wieder hin. Und dann lassen wir hier die Ecke so, dass wir hier vielleicht tatsächlich die Truhe lassen. Und dann kommt da drüben eben auch konsequenterweise eine Truhe hin. Das könnte man so machen. Man könnte natürlich jetzt auch irgendwie die Truhe noch unter einen Teppich legen, dass noch ein bisschen Farbe reinkommt. Weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Nicht mit so einem fliegenden Teppich. Das müsste direkt oben drauf liegen, so samtig, flauschig. Dann könnte aber die Truhe hier noch wieder hin. Und natürlich bekommt er... Na, geht ja nicht wegen den Klappen. Okay. Auf Teppich wird unser König hier verzichten müssen. Die Frage ist, wo ist es sinnvoll, Licht anzubringen? Beziehungsweise, was können wir für Lampen machen? Ich würde da jetzt mal gerade so auf die Schnelle gucken, ob wir da nicht sogar mal so eine Lampe, die man da anzündet... Na, das ist nix. Keine kleinere Lampe gibt. Es kommt ja eine Laterne in Minecraft, zum Glück. In der 14 eigentlich erst, aber es kommt eine Laterne in Minecraft. Gott sei Dank, Mann. So, da kann man jedenfalls hier ganz gemütlich sitzen, wie du siehst. Und da hinten kann auch noch jemand sitzen, der sich dann schön macht. Auch der König wird potenziell, also der königliche Gast. Ich nenne das jetzt nur immer der König. Es ist natürlich nicht der König. Und wo man natürlich großen Wert drauf legen muss und was ganz immer sehr viel gelehrt wird, gelehrt sein muss, ist der Nachttopf. Da müssen sich die Diener sehr drum bemühen. So, dann haben wir ja noch einen Raum. Der wird jetzt natürlich nicht königlich.
Also der wird auch nochmal potenziell edler. Ich mache auch hier nochmal als allererstes ein bisschen Licht noch rein. So, mal schauen. Was könnten wir denn da anfangen? Wo bietet sich das Bett denn an? Ich glaube, wir machen das Bett dahin. Und gehen dann so den etwas klassischeren Weg. Aber in dem Fall mit dem Grün würde ich eher zu einem dunkleren Holz greifen. Die sind hier ja auch pfiffig in dem Gasthaus. Die wissen ja, was die Kunden wollen. Oder auch nicht, aber gut. So, ich würde in dem Kontext jetzt auch wieder zu den Klappen greifen. Wir können auch die da mal nehmen, das ist völlig egal. Weil das ist unsere Schiene für die Banner. Jetzt müsste man Banner färben. Das werden wir uns in dem Zusammenhang sparen. Ich hole mir welche ab. Timeset, genau. Ich bin ja doof. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, da sind wir wieder. So, Banner. Das dauert jetzt einen Augenblick. Wir hatten grüne Betten. Was nehmen wir denn für Banner für... Ja, es dauert immer ein bisschen, bis der Server das lädt. Tatsächlich. Grüne Betten, grüne Betten. Wir haben das jetzt aber auf mehrere Kisten verteilt im Übrigen. Um diese Ladezeit... Ah ja, den finde ich immer noch sehr schön mittelalterlich. Ich weiß nicht, ob dafür gibt es, glaube ich, sogar ein Tutorial. Bin unsicher. Könnte sein, dass es für den Tutorial gibt, aber ansonsten ist auch anhand mit so Färbe-Dingsbums-Geräten kann man das ganz gut nachvollziehen. So, hallo Ahab, wie geht's dir so? Wir müssen zur Burg Schwarzenfels, weil ich habe keinen eigenen TP-Punkt. Ich glaube nicht, dass die Kapelle einen TP-Punkt hat. So, Burg Schwarzenfels. Hier ist die Burg Schwarzenfels. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz ein Stückchen fliegen. Am Palast der Inquisition vorbei. Der ist, glaube ich, auch noch nicht fertig nach all der Zeit. Da drüben ist der Felsenhof. Irgendwie so. Ich glaube. Irgendwas in der Art. Gibt auch ein Video drüber. Wenn ich dran denke, packe ich es wieder oben rein. Da. Mäh, genau. Und da haben wir ihn doch schon. Unseren süßen, kleinen, total stimmigen. Ja, er ist schon gut geworden. Kann man nicht anders sagen. Er ist schon gut geworden. Wir brauchen noch Rauch. Ist aber jetzt nicht unsere Baustelle. Wir gehen... Oh, es gibt doch einen kurzen Weg. Du Hirsch. So. So. Dann hängen wir mal dieses Banner hier auf. Das geht auch rundherum gut. Das ist schön. Bei denen kann dann auch ein Teppich rein. Also Banner färben mit so mittelalterlichen Mustern und so, das ist keine so schwierige Sache. Muss man ein bisschen sich mittelalterlichen Stoff und sowas ansehen. Und dann kriegt man das in der Regel ganz gut hin. Die bekommen hier jetzt auch einen Schrank rein. Ist ja jetzt auch kein schäbiges Zimmer. Aber beim König war halt das Riesenbett stand einfach im Vordergrund. Und der kümmert sich ja auch tatsächlich um die eigenen Klamotten wahrscheinlich noch relativ wenig. Also, wenn man so hoch gesehen und ist, dann ist das ja eher so, dass man dann da für alles und jeden Personal hat. Was mache ich denn da? Ich wollte doch dahin. Ne, wir machen das bündig. Kann ich das auch andersrum an die... Ne? So ginge es. Dass die Türgriffe nicht vorne sind. Nein. So geht es. Ich möchte da nicht unbedingt eine Füllung reinmachen. Dafür ist mir... Okay, dann so. So. Da muss jetzt nicht unbedingt was drinstehen, ne? Das ist jetzt ein Schrank, ein mittelalterlicher, der halt hier so thront und den Raum auch ziemlich dominiert. Hier machen wir auch aus dunklen Möbeln nochmal so eine Möglichkeit hin. Ja, hübsch, hübsch. Auch hier wird es einen Spiegel geben. Die haben sich hier, die Wirtsleute, nichts war zu teuer, sage ich mal. Und vielleicht können wir da sogar noch ein Blümchen dazu stellen, was ja ganz schön wäre. Ja, das geht, macht aber Schattenbugs. Dann machen wir da das hin und das ist besser mit den Schattenbugs. Und die bekommen hier jetzt aber keine Tulpen, edle Tulpen aus Holland importiert. Das führte übrigens, die Tulpen führten übrigens zur ersten Spekulationsblase in der Geschichte. Das ist witzig, da müsst ihr mal nachlesen. Da gab es so einen Tulpenhandelskrieg in
Ich weiß nicht genau, wann es war. Es ist einige hundert Jahre her, aber es ist interessant. Sieht irgendwie nicht aus wie natürlich, dann legen wir halt die Futzeln da so hin. Da kommt hier der Nachttopf in dem Fall in die Ecke. So, Nachttöpfchen ist da. Haben wir überhaupt eine Tür? Ja. Das heißt, wir haben hier diesen großen Schrank stehen, der muss reichen in dem Falle und ja, keine Kisten, aber so, ne? Man könnte vielleicht noch ein Deko-Bild irgendwo unterbringen, wenn wir es unterbringen können. Ich sehe nicht genau wo. Ich glaube, es wäre übertrieben. Hier können wir nochmal gucken, den Flur nochmal genau abchecken, ob hier sich was anbietet. Hier würde sich tatsächlich irgendwas anbieten. Dass man hier vielleicht so einen Banner hängen hat. Und das könnte man so als Wiederholung nochmal hier bringen. Ne, ist was nicht. Da könnte man auch das Bild dann nochmal hängen. Einfach, dass dieser Gang hier so ein bisschen bebildert ist, was das angeht. Hier hinten könnte man vielleicht auch noch irgendwas, aber ich weiß noch nicht. Aber hier, wo wir gerade mal hier stehen, machen wir mir hier an diesem heißen Ofenrohr die Möglichkeit, sich hier so ein bisschen hinzusetzen am Fenster. Ja, das könnten wir auch als so Sitzbank abschließen bis dahin. Da wird die Ecke hier ein bisschen enger. Aber das finde ich in dem Fall auch gar nicht so schlimm. Man könnte es allerdings auch so abschließen. Das heißt, wer hier sitzt, kann dann gut lesen. Wer hier sitzt, kann eventuell nicht so wahnsinnig gut lesen. Sei denn, wir machen hier oben irgendwo noch ein kleines Fenster rein. Was natürlich dem Wärmegedanken auch so ein bisschen widerspricht. Ja, in dem Kontext, dass das hier so ein Aufenthaltsbereich ist, gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein schönes Banner hinhängen. Und hier genauso. Das dämmt auch noch mal ein bisschen, bringt noch ein bisschen Wärme. Das heißt, wenn man hier sitzt, das müsste ja gehen, so, kannst du hier sitzen, lesen, hast das schön warm, kannst abends sich noch ein bisschen unterhalten. Ist ganz geil. So, die beiden Zimmer sind fertig. Das ist also der sehr edle, sehr königliche Bereich hier. Da setzen wir dann auch noch so einen kleinen Bogen ein. Weiß nicht, ob ich mit dem Holz in dem Kontext zufrieden bin. Ich glaube, ich würde es dann eher mit dem Vorherrschenden machen. Für Möbel ist das ja was anderes, aber ich glaube, hier würde ich dann den Bogen eher so setzen. Einfach um diesen Anspruch hier noch so ein bisschen zu erhöhen. Ne? Da könnte man sich jetzt auch noch überlegen, ob hier irgendwie so ein Vorhang neben dem Fenster hängt. Dass man hier irgendwie Vorhänge hat, die dann hier den Bereich nochmal... könnte man natürlich genauso gut hier beim König und so sich überlegen, da haben wir es aber so gebaut, dass wir den Platz nicht haben. Das ist immer ein bisschen das Problem in Minecraft. Man hat in der Regel den Platz nicht, weil wir eben immer einen Meter starke Wände haben. Dem muss man einfach so ein bisschen Rechnung tragen. So, ich würde sagen, das hier wird sowas wie schon mal ein einfacherer Schlafraum. Ich gucke nochmal nach oben, ich muss mich nochmal orientieren. Na gut, hier haben wir wahrscheinlich den großen Schlafraum. Da sind also wirklich die einfachen Leute letztendlich untergebracht. Hier sind schon mal die einfacheren dann untergebracht. Wie schön der eben das braune Bett nachgeladen hat, hast du es gesehen? War schon nicht schlecht. Das heißt, so niedere Adelige und so, die mussten dann durchaus auch schon mal da in den sauren Apfel beißen und sich Räume teilen. Das war auch bei Hofe übrigens ganz normal. Ne? Also selbst die höheren Adeligen mussten sich gegebenenfalls dann Räume teilen, wenn Hof gehalten wurde. Nee, wir machen hier... Ach, ich habe hier noch kein Licht gehängt, deshalb ist hier auch so dunkel. So, das sollte schon mal reichen. Und auch die bekommen allesamt ein entsprechendes Bett, was den Ansprüchen schon genügt. Man hat dann Intimität hinter dem Bettvorhang. Wir bleiben jetzt mal bei unseren eisernen Schienen. Soll ich mir noch mehr Betten holen? Also noch mehr Vorhänge holen? Ich hätte mal drüber nachdenken können, ob sich da war oder nicht. Ja gut, du hast das Prinzip ja verstanden. Und die haben halt diesen Stoff hier gekauft. Wahrscheinlich haben sie Rabatt gekriegt, weil sie ihn in großen Mengen gekauft haben. Wir haben die Betten jetzt geschickterweise auch so gestellt, dass wir eigentlich alle Vorhänge hängen können müssten. Das ist ja schon mal gut. Gib mir das. Ja, geht. So, da. So. Dann, wie gesagt, das ist jetzt hier schon mal so ein Schlafraum. Auch wenn dann so eine Reisegesellschaft vorbeikommt und so, da kann man dankbar sein, wenn man nicht im Stroh schlafen muss, ne? Das ist einfach so.
Und ja, da stehen hier schon überall Kisten auch nochmal für jeden. So, dann haben wir hier jetzt, ist ein bisschen drister von den anderen Farben her, aber wir haben hier jetzt irgendein graues Tier, was hier gestorben ist. Mal gucken. Nee, wir werden was Braunes nehmen, das passt besser zu den Betten. Auch hier ist ein Fell ausgelegt oder so, dass man nicht so friert, wenn man aus dem Bett steigt. Das könnte man schon so noch machen, dass hier so ein bisschen Boden ausgelegt ist. Und auch hier gibt es einen Nachttopf, das ist der unangenehme Teil natürlich. Das müssen die sich teilen. Ach, ich habe zwei Töpfe und suchen da. Den müssen die sich teilen, aber dann ist gut. Das heißt, das sind so niedere Adelige oder sowas. Die haben noch immer ein Mindestmaß an Privatsphäre in ihrem Räumchen da. Aber eben doch schon nicht mehr so viel. Das hier könnte noch ein Zimmer sein für so eine einzelne Geschichte. Wenn Kinder dabei sind, schlafen die sicherlich mit dem Elternbett in so einer Situation. Das heißt, wundert euch nicht, wenn wir uns nicht groß mit Kindern auseinandersetzen. Das werden wir nicht tun in dem Kontext. Man könnte hier noch so ein Reisebett hinstellen für potenziell eine Magd oder so, die da dabei ist. Die einfach mit im Raum schläft, eine Bedienstete, irgendwas in der Art, könnte man sich überlegen. Das ginge schon. Aber es ist jetzt nicht so sehr ein Kinderbett. Eventuell wird es dann auch mal für Kinder benutzt, das ist klar. Aber normalerweise hätte man da ganz klar, die Kinder schlafen mit. Ich nehme hier nochmal ein anderes Holz, einfach weil ich es kann. Letztendlich wird es mit den Betten jetzt so ein bisschen repetitiv. Man kann immer versuchen, die Betten neu zu erfinden. Man muss dabei aber auch authentisch bleiben. Das heißt, wenn man anfängt, neue Betten jedes Mal andere zu bauen und sich jedes Mal was Neues auszudenken, dann hat man langfristig gesehen das Problem, dass man A, nicht mehr weiß, was man noch bauen soll und setzt sich damit unter einen gewissen Leistungs- und Leidensdruck auch. Das ist dann nicht so schön. Deshalb muss man sich jetzt gut überlegen, was man so bettenmäßig macht. Ich glaube, wir verzichten dann hier an dieser Stelle auf das Dingens da, weil ich hätte hier gern nochmal wieder irgendwie... Ach so, das geht ja dann nur da in die Ecke. Nee, ich hätte es tatsächlich lieber da. Eine Stunde später. So, da kommt natürlich hier auch noch so ein Stühlchen davor. Ja, das Zimmer wird schon enger, klar. Wir machen jetzt mal keine gotische Truhe mehr, sondern eine normale Truhe. Die stellen wir hier vors Fenster. Und dann kann hier in die Ecke tatsächlich nochmal sowas wie ein Kleiderschrank. Es ist immer so eine Frage, ne? Letztendlich werden dann wahrscheinlich auch Sachen, wenn Besucher da sind, durchaus auch mal auf andere Zimmer noch verteilt, wenn die untergebracht und verstaut werden müssen. Wir sind im Mittelalter, die Leute sind da ein bisschen entspannt, sage ich mal. Den raubt so leicht nichts zu Schlaf. Die haben ein härteres Leben, als wir uns das vorstellen können. Da geht es jetzt leider mit dem Bettvorhang nicht mehr. Da spricht dann aber eigentlich auch nichts dagegen, den Schrank einfach zu canceln. Das ist nicht so schlimm. Da kommt einfach der Nachttopf rein. Und da stellen wir noch ein Blümchen hin, weil hier steht in dem Fall mal die Fackel. Ist auch mal gut. Nee, das Blümchen kommt dann, wenn aber auf die Seite. Ich glaube, da wird der Schattenback auch ein bisschen besser. Und in dem Falle mal ein lila Blümchen. Jetzt habe ich mir das Bild weggemacht. So, ich bin mit der Auswahl hier dieser Bettfarbe gerade nicht so richtig zufrieden. Nicht, dass es eine große Rolle spielen würde, aber ich nehme mal das klassisch rote Bett. Mein Gott, was soll das denn? Warum denn nicht auch mal das rote Bett? Und dazu passend dann einen roten Teppich. Ja gut, warum nicht? Aber wir könnten dazu ganz gut passend einen grünen Teppich nehmen. Das ist halt so ein etwas einfacher gewebtes Material. Ne? Und die Magd mit ihrem Reisebett kriegt nichts. Das heißt, wir hätten hier dann nochmal so ein Zimmerchen. Dann haben wir hier vorne noch diesen kleinen Raum. Und hier würde ich sagen, tun wir viele Leute unterbringen. Wir nehmen wieder das Braune, das will ich dafür. Sehr treffend. Egal. Völlig egal. Dann machen wir uns über Verstaumöglichkeiten auch überhaupt keine Gedanken letztendlich dann. Das können wir aber gut nehmen, um hier abzuschließen. Und ja, es ist ein ganz einfacher Raum. Der kriegt auch irgendwo eine Fackel, was schon eine Challenge wird. Bei den Raumverhältnissen und auch, glaube ich, de facto gar nicht so geht. Ein bisschen suboptimal, ja. Das liegt daran, alle
baubaren Fackelblätter sind halt belegt. Ja, das ist einfach so, ne? Das ist einfach ein Raum, wo viele, viele Leute im Notfall schlafen können. Und das ist der Luxus dabei tatsächlich, in Betten. So, Nachttopf haben sie auch. Ja, das heißt, die können in Betten schlafen hier. Das ist schon Luxus pur, verglichen mit Strohboden und so. Das große, blanke Leben, sag ich mal. So, dann haben wir hier noch das ultimative Gästezimmer. Jetzt brauche ich mal einen Schluck Kaffee. Moment. Muss ich mal auch kurz drüber nachdenken. Ich habe drüber nachgedacht. Wir werden das anders lösen, als wir es an anderen Stellen gemacht haben. Das hier wird, wie gesagt, der ultimative Unterkunftsbereich. Wir machen die ein bisschen größer, damit sie ein bisschen besser aussehen. Und wir machen das mal so, dann können wir da vielleicht noch... Das ist halt hier einfach Decken mit Stroh und sowas, muss man sich ein bisschen vorstellen. Wir sind in Minecraft. Hier hinten in der Ecke gibt es auch noch einen so ein Schlafplätzchen. Der ist ganz gemütlich, den würde ich am ehesten nehmen wollen, wenn ich die Wahl hätte. Und die anderen, die rücken wir hier so ein bisschen rein. Oder, ja, ich finde es halt doof, so sieht es halt nichts aus, ne? Man muss also schon so ein bisschen Überlänge machen. Oder das sind die Familienschlafplätze, ne? Denken wir uns das mal so aus. Hier können ganze Familien schlafen. Und dann, wir haben ja noch eine Kiste dabei. Das heißt, wir können hier durchaus auch verschiedene Verstaumöglichkeiten so aufstellen. Da nicht so gut. Dann hier nochmal und hier nochmal. Und das könnte man machen, indem man tatsächlich dann hier... Ne, wir brauchen aber auch eigentlich nur ein, zwei und dann hier nochmal... Also das heißt, das sind so ganz einfache Schlafgelegenheiten, die wir hier haben. Ist ganz stimmig so. Da steht dann hier ein Nachttopf und für die da hinten, die es nicht mehr schaffen, steht da ein Nachttopf. Und damit haben wir das hier eigentlich ganz elegant, dass wir sagen, okay, hier schlafen die Pilger, die ganz einfachen, die kommen hier unter und haben einen trockenen Platz, der warm ist und super. So, dann haben wir noch das Räumchen. Und hier noch das Räumische für den Wirten selbst, wenn ich das richtig sehe und erinnere. Und dann haben wir hier noch den Lagerraum auf dem Dach, der trocken ist, was dann ein Schatz ist. Das heißt, hier werden die Mägde reinkommen oder so. Ich würde mal fast annehmen, ja, wir haben keinen richtigen Platz für Mägde und Knechte. Wobei man hier zum Beispiel auch die Kammer von einem Knecht machen könnte. Ne? Der Hausknecht wohnt hier. Wir werden ihm hier ein Zimmer draus kredenzen, dass er sich glücklich schätzen kann, dass er eins hat. Warum auch nicht? Wir sind im Mittelalter. Vergiss es nicht. Vergiss es niemals. So, das ist das Zimmer des Knechtes. Wir haben auch die Kiste noch. Der hat auch einen Teppich mal irgendwann abgegriffen, sich irgendwo. Das hier ist eine Stufe. Nein, das ist keine Stufe. Das heißt, wir lassen uns da mal was einfallen lassen. Dass wir hier so ein bisschen... Doch, das ist eine Stufe. Aber wir könnten die Stufe... Ja, das bringt ja letztendlich auch nichts. Ich meine, theoretisch ginge das, dass man zum Beispiel mir eine Kiste hinstellt und dann geht man die über die... Nee, geht auch gar nicht, ne? Nee. Das heißt aber, wir haben zumindest den Raum theoretisch noch Platz. Und könnten ihm da eine Fackel hinhängen. Was ja auch nicht so übel ist. Dann hat er ein bisschen Licht. Und kriegt ihr noch irgendwie... Habe ich die noch irgendwo rumfliegen? Nee, habe ich nicht mehr. Schade eigentlich. Kriegt noch ein Bildchen von seiner Mutti. Oder so. So was ganz... Das Familiengemälde kriegt er hier. Ach nein, Arbeitsanweisung. Da waren sie doch. Das ist doch gut. Da wäre das Bild von der Mutti gewesen. Arbeitsanweisung. Da ist nochmal das Bild von der Mutti. Nochmal das Bild von der Mutti. Das ist Sexspielzeug eventuell. Das vielleicht auch. Ich möchte es mir nicht vorstellen. Die Mutti, ja, die Arbeitsanweisung, der Arbeitsvertrag, der Kontrakt mit dem Wirt. Und dann packen wir hier die Mägde rein. Die Mägde bekommen mal so ein bisschen, so einen kleinen, dass man das mal ganz gut erkennt. Ja, und die haben dann hier so ihre... Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Aber ich glaube, drei reichen.
Die bekommen nämlich auch immer noch einen Sitzplatz neben ihrem Bett für, haha, jetzt pass mal auf, für Handwerksarbeiten. Ja, wir sind im Mittelalter. Das ist nicht mein Frauenbild, was ich propagieren möchte. Das möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen. Ich bin da ja sehr emanzipiert und deshalb entspricht das so gar nicht meinem Frauenbilde, wenn ich hier Handwerksarbeitsplätze für Frauen baue. Aber Mittelalter ist Mittelalter, da führt leider kein Weg dran vorbei. So, und dann stellen wir auch hier so in die Ecke mal noch gerade unser klassisches Spinnrad. Wir spinnen nämlich auch, das muss man dazu sagen. Also hier im bei uns wird massivst gesponnen. Ach, warte mal. Das wird hier saueng übrigens, um das dahin zu platzen. Aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie wird es gehen. Das nehmen wir uns mal. Das heißt, es muss von außen repariert werden. Jetzt müsste es aber gehen. Boah, ging. Die Luke kann ich dann leider nicht mehr anbringen, wenn ich das dahin stelle. Na gut, dann stelle ich es nicht dahin. Dann stelle ich es doch dahin. So. Geht das da jetzt schon hin? Ja. So. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was Redliches, dass das so ein bisschen spinnredig aussieht. Da würde ich normalerweise jetzt bei jedem Texture Pack Spinnenweben nehmen. Das ist irgendwie mal ganz cool. Bei dem unsrigen, wo sind die Schallplatten, würde ich jetzt hier knallhart zu einem Rad greifen. So, Spinnrad. So, dann reparieren wir mal kurz das Dach. Das wäre der erste Schritt zum Dach reparieren. Diesmal nehme ich hier richtige Tür übrigens. Ich habe mir das mal überlegt. Ich finde die Idee gut. Musst du dich so ein bisschen setzen hier oben. Müssen wir hin und dann da. Gut. Ich erkenne mich also schon im Gebäude aus, da bin ich ein bisschen stolz auf mich. So, das können wir wieder hinmachen, das können wir wieder hinmachen. Dann haben wir das auch. Was für die Damen noch fehlt, ist die Möglichkeit, auch hier nachts zu pipinieren. Und die haben das so ein bisschen verschämt hier in der Ecke stehen. So ein bisschen. Es ist ihnen so ein bisschen unangenehm, dass sie auch mal müssen. Und nicht nur Elfenbeinstaub pupsen. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal so den Betten eine Besonderheit geben sollten irgendwie. Das kann man immer machen. Letztendlich Nutznießer davon ist vor allem die Performance. Die sagt, oh, ja. Und die Damen kriegen auch sowas wie einen Spiegel dahin. Das fände ich noch ganz gut. Der Knecht hat ja in der Hinsicht echt die Gesäßkarte gezogen. Aber die Damen haben hier so ein, wo man mit etwas Anstrengung, oder nee, den hängen wir nach da. Nee, da sieht man sehr verbeult aus mit dem, ja, nee, sehr verbeult. Nee, das ist wieder das Kochwerkzeug, das natürlich das Kochwerkzeug, das auch übrigens Kochwerkzeug, das ist die Arbeitsanweisung, die können wir auch theoretisch schon irgendwo hinhängen. Ah, nein, da war er, nein. Ach, du gute Güte. So. Dann ist es hier so ein bisschen zentral und dann kann man hier sich so ein bisschen spiegeln. Und dann hängen wir da nochmal die Arbeitsanweisung direkt neben die Tür, den Kontrakt. Den Vertrag mit dem Wirten. Du bist der Wirt. Der Wirt. Wer nichts wird, wird Wirt. So, da haben wir eine prädestinierte Schlafstätte für unseren Wirten. Den verwirrten Wirten. Der kriegt ein hellgrünes Bett. Da der hier eh nur schläft, könnte man sich jetzt auch vorstellen, ja, die Kinder schlafen auch mit im Raum. Da habe ich jetzt, weil mir wurde das oft gesagt, im Mittelalter gäbe es so viele Kinder und nicht, dass die eigene Betten gehabt hätten. Aber mir wurde das oft gesagt, ich hätte immer nur zwei Kinder. Das sind so die Alibi-Füllsel-Kinder einfach, weil, das war wieder der Server, der irgendwie rote Betten lädt und dann erst grüne. Und das hier sind die Kinderschlafplätze. Das ist wieder komisch, ne? So, ups. Da schlafen die Kinder. Na, der Wirt, die Kinder. Ist schon ein ziemlicher Kappes. Ich finde das in dem Falle so, dass wir tatsächlich sagen könnten, okay, dann schlafen die Kinder da und haben hier hinten auch noch ein eigenes Bett stehen für die Kinder. Weiß ich nicht, ob das hier doch so möglich ist. Ich würde es, glaube ich, wirklich am weitesten wegstellen von meinem eigenen Bett, dass ich dann doch so ein bisschen Distanz dazwischen habe und wenn ich dann da
weitere kleine Wirte machen möchte, dann gelingt mir das noch am ungestörtesten, wenn die Kinder nicht direkt mit dem Ohr an meinem Becken liegen, sage ich jetzt mal. Da mache ich jetzt hier gerade, weil ich es habe, das so. Und auch der hat diese Vorhänge hier als Schnäppchen gekauft. Da müssen wir gucken, was wir mit der 1.13 mit denen noch anfangen können. Mit der 1.12 leider, das ist total verbuggt. Da können wir leider nicht viel tun. Dann haben die oben auch nochmal trotz allem tatsächlich, würde ich sagen, so einen eigenen wirtlichen Sitzbereich für die ganze Familie, wo man halt abends doch nochmal sitzen kann und reden kann oder was auch immer. Und dann machen wir nochmal wieder so ein klassisches Tischchen. Einfach weil die eben doch ganz schnieke sind, wenn man so drüber nachdenkt. Und echt nicht die schlechtesten Tische, weil sie eben so eine gewisse Leichtigkeit haben, verglichen mit allen Tischen, auf die man dann letztendlich was draufstellen kann, so schön das ist. Ne, da hätte ich eigentlich gern Fensterbänke. Hat ja gut geklappt. Wir haben ja also dann noch so eine kleine Fensterbank, da greife ich nochmal wieder auf das andere Material zurück, wo man dann noch hier am Fenster sitzen kann, im Licht des Tages, noch was lesen kann, wenn hier die Sonne noch reinscheint oder so. Das sind so Fensterbänkchen. So, dekomäßig, denke ich, kriegt der Wirt durchaus auch was. Die Kinder muss ich auch noch irgendwie verpacken. Hört sich ein bisschen falsch an, aber ist richtig. Ich weiß nicht, vielleicht doch nur so ein kleines, da so in die Mitte, ne? Das dauert jetzt eine Stunde, nee, da ist sie. Das ist die Kirche von gegenüber, insofern sehr treffend. Witzig, dass das wirklich die Kapelle von gegenüber ist. Das passt hier ja besser als in jedes andere Gebäude. So, die Kinder kriegen so ein, ja, die haben so ein einfacheres Bett. Das machen wir jetzt ein bisschen einfacher, füllen wir das aus. So, ich mach mal hier die weg. Zieht das hier mal so hoch. Die haben auch so ein etwas geschlosseneres Bett. So. Dann machen wir es so. Dann ist das Kinderbett. So ein ganz einfaches Teil. Könnte man jetzt hier oben noch ein bisschen verstärken, um noch ein bisschen mehr Effekt drauf zu machen. Und dann schlafen die Kinder hier, sind dann auch nochmal hier durch die Wand nochmal von den liebenden Eltern, also in dem Fall, ja, du weißt, was ich meine mit liebenden Eltern. ja, die, wenn die, dann sind die Kinder so ein bisschen, der Nachttopf ist hinten versteckelt und Licht hat man überhaupt keins gesetzt. Warum sagt mir denn keiner was von euch? Mensch. So, jetzt haben wir hier auch noch ein bisschen Licht und dann legen wir in die Mitte in dem Fall nochmal, die haben hier irgendwie so ein, weiß ich nicht, was für ein Tier das war, einen Elefanten getötet. Gibt es ja viele hier. Also in 147 gibt es Elefanten, aber hier wohl eher nicht. Es war irgendein Tier, irgendwas ist hier, so ein Teppich, so ein, vielleicht auch ein Schaf gewesen, vielleicht ist ein Lammfell, ein Riesenlamm halt, ne? Ein 3 Meter auf 2 Meter Lamm, so als Deko. Und dann haben wir hier so den Wohnbereich, Wohn-Schlafbereich des Wirten, der macht dann hier wahrscheinlich auch seine Buchhaltung. Aus dem Grunde würde ich ihm tatsächlich auch noch, weil der ja auch noch so ein bisschen Buchführung machen muss tatsächlich, und dann integrieren wir das einfach mal hier in die Wand und sagen, hier sind Bücher untergebracht, die er da verstauen kann in dieser Wand. Geht ja da ganz gut so. Ist jetzt nicht der Weisheit als letzter Schluss, aber warum nicht? Ja, so ein Bücherregal, das geht schon. Das sind übrigens Bücher, die wirklich bei mir im Regal stehen. Nur das ist nicht das Regal, ich habe die rausgearbeitet dann. Ich habe so ein weißes Bücherregal. Das ist der Unterschied. So, das ist also hier der Wirte. Hier ist es ja auch noch relativ dunkel. Da würde ich hier nochmal so ein Fackelchen anbringen, dass hier ein bisschen heller wird. So. Das heißt, hier oben der Knecht in seinem Riesenraum. Die Damen des Hauses, die hier tätig sind. Und eben der Wirt mit seiner Familie. Und wenn die Tür da draußen geht, dann hören die das auch durch die dünnen Wände, 1 Meter dicke Lehmwände. Und die ist ganz gut. Die können also finden, dass der Knecht zu den Märkten oder die Märkte zu den Knechten schleichen. Das ist ja auch eine ganz gute Geschichte. Und wir greifen jetzt also potenziell. Ne? Ich würde jetzt normalerweise hier mit unseren Schalkerkisten arbeiten, die wir im Texture-Pack haben. Aber es ist ja nicht gegeben, dass jeder eine hat. Also jeder das Texture-Pack hat. Deshalb setze ich die jetzt erstmal nur so mal hin zum Zeigen und werde dann in dem Falle, wir können das, den Ton nehmen, da musst du eventuell ein bisschen rumprobieren bei dir. Wir werden hier Säcke noch simulieren, da habe ich auch das Richtige noch auf der Tasche. Das heißt hier, ja, machen wir das Licht weg.
Das Licht hätte ich gerne, wenn ich so drüber nachdenke, einmal da oben, da stört es mich ja erstmal nicht. So, wir hätten also hier so Säcke. Deshalb, ich nehme jetzt unsere Mehlsäcke mal komplett weg. Das kann man dann noch ein bisschen, randomisieren. Wo ist das? Den nehmen wir. Wir nehmen den roten Sand. Ich glaube, das ist der rote Sand. Ja, nee, Keramik ist es. Dass man tatsächlich hier so ein bisschen versucht, verschiedene Säcke, das ist jetzt sehr homogen, das gebe ich zu. Ist aber auch egal, es soll ja, und dann machen wir es so. Dann ist es weniger homogen, das heißt, wir haben hier Säcke gelagert, das hier soll so die Dings darstellen. Ja, das ist so ein Trick, den man da so machen kann. Wir werden jetzt trotzdem nochmal aufs Texture Pack zurückgreifen, denn gut, Wein gucken wir mal, Wein haben wir bisher noch gar nirgends untergebracht. Da muss ich nochmal kurz gucken, tatsächlich. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück in den Gastraum, ob wir dann wenigstens Platz für ein Fass Wein haben. Das wäre schon schön. Mhm. Das ist nicht der Gastraum, ich bin noch nicht unten, ne? Total verwirrt. Mittelalterliche Gebäude. Ach ja, guck mal hier. Da können wir den Weinausschank noch gut unterbringen. Das machen wir mal schnell noch. Denn zu meiner Schande haben wir den vergessen. Das heißt, der hat kein großes Weinlager, aber wenn man sich das vorstellt. Wenn man sich das vorstellt, sind das hier ja auch ganz ordentliche Fässer. Ne? Also da kann man ja nichts sagen. Da geht ja schon was. Da können wir leider nichts draufstellen, aber wir haben das Kreuz über dem Wein hängen und das ist wahrscheinlich Jesus gemachter Wein direkt aus Wasser produziert. Weil hier oben in diesem doch eher stickigen Lagerraum konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man da tatsächlich Wein lagert. Der würde ja zu Tode verdörren. Anders ist das hier, dass man sagt, okay, die trocknen hier Trauben. Oder, ja, es könnten Weintrauben auch sein. Eigentlich sind es, glaube ich, Heidelbeeren so von meiner Idee her. Aber als Weintrauben lasse ich es jetzt auch mal durchgehen. Finde ich da sogar ganz treffend, dass es da so vertrocknet. Ist auch eine Schalkerkiste, das heißt, die geht auch auf, guck. Ist halt natürlich, du hast dann bei der Textur die volle Freiheit, weil die eben auch, und das ist das Schöne dran, dass du da Durchsichtigkeiten darstellen kannst. Ne, das auch hier mit dem Käfig. Ne, du kannst es zum einen so und so setzen und du kannst halt auch Durchsichtiges darstellen, was halt echt cool ist. Ne? Das kannst du halt bei anderen Texturen leider nicht. So, das ist mal der Grund, warum die so sind, wie sie sind. Und warum sie nicht aussehen wie die Schalkerkiste. Normalerweise die klassische Schalkerkiste, also das ist jetzt die tote, die haben wir natürlich auch noch. Ne? Aber die, wenn sie gefärbt sind, sehen sie ganz anders aus. Einfach weil das ein Kreativ-Texture-Pack ist. Auch das mal nur so angemerkt für die Leute, die sich da ein wenig wundern mögen. Wie sieht denn das aus, wenn man hier mal so eine... Na ne. Die brudelt dann die ganze Zeit. Es taugt halt doch nichts. Es ist Default-Kompromisse. Letztendlich unnützes Zeug, wenn man kreativ baut, oft. Da steht dann hier noch eine Kiste, die grenzt da die Dinger zum Umfallen, weiß ich nicht, was drin ist. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Dann haben wir hier noch eine Möglichkeit. Ach nee, das ist jetzt doof. Wir haben jetzt gerade uns für die Kiste entschieden. Ich wechsle die Kiste. Hier haben wir noch ein bisschen Eier stehen. Das ist unser Taglichtsensor. Dann Kanonenkugeln bei Nacht. Eier, Kanonenkugeln, Eier. So, die stehen hier und da nochmal Eier. Dass hier ein bisschen was gelagert ist. Das geht aber normalerweise auch mit Default oder so, dass man das irgendwie so sich vorstellt, dass das ein Eierkarton ist. Das ist eigentlich ganz gut. Vorstellbar, also tatsächlich. Was könnten wir noch Schönes machen für hier oben? Ja, sonst ist hier eigentlich nichts, was wir da noch so explizit hinstellen könnten tatsächlich, was dann so hier so passt in diesen trockenen Bereich. Außer vielleicht tatsächlich, aber wer sollte die Kohle da vom Dachboden holen? Das ist auch relativ voll jetzt schon. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt so und man muss nicht immer übertreiben. Das ist nicht unbedingt nötig, dass man alles zupumpt bis zum geht nicht mehr. Da besteht gar keine Notwendigkeit. Wie du siehst, es ist wirkungsvoll. Man kann sich vorstellen, was es ist. Und das ist nicht zugeklumpt. Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass man hier zum Beispiel Schinken zum Trocknen aufhängen könnte. Ne? Also, ne, zum das Lichtchen könnte man auch wegnehmen jetzt. Jetzt wird es hier oben ein bisschen dunkler, das weiß ich, aber das ist stimmungsvoller dann. Und dann könnte man hier noch die Haken hinmachen, was man an die Haken hängt. Aha. Das stimmt so aber nicht hier, ne? Sehe ich gerade.
Weil hier sollte eigentlich... Achso, wir haben nur hier die Löcher. Na gut, dann lassen wir das so. Dann haben wir noch drei Haken, da kann man noch was dranhängen. Und das ist ein bisschen dunkel hier und schummerig. Das ist dann gut. Damit haben wir die Wohnung des Wirtes fertig. Und der Knecht, die Mägde, die einfachen Reisenden, Pilger etc. pp., die für wenig Geld Unterkunft wollen, haben wir hinbekommen. Ich weiß nicht, hier findet sich noch ein bisschen dunkel. Dunkel? So, setzen wir mal hier so einen hin. Dann haben wir hier so einen kleinen Aufenthaltsbereich. Hier kann man auf der Mauer schon mal flanieren gehen. Den Hof mit dem Brunnen werde ich im separaten Video noch abhandeln. Unabhängig hier von dem Dingens. So, dann haben wir hier den Raum für die schon besser Zahlenden, die hier nächtigen können. Hier haben wir den Raum für die noch besser Zahlenden, die schon eventuell auch adligen geblüht sind. Gerade bei so Reisegesellschaften, Jagdgesellschaften, wenn die da unterkommen müssen bei Regenstürmen und so. Hier haben wir ein Zimmer für eine kleine Reisegruppe. Dann haben wir hier das herzögliche Zimmer, nenne ich es jetzt mal, und das königliche Zimmer. So, das hätten wir damit auch abgehandelt. Für die Leute, die das letzte Tutorial nicht gesehen haben, haben wir hier nochmal den Gastraum. Der hier so hoch gebumst im Haus, ganz wunderbar. Und die Küche. Die Küche ist auch da. Und ja, damit haben wir alles, auch den Stall, haben wir das Haus komplett eingerichtet. Hallo ihr Tiere, also sieht aus, als würdest du schimmeln. Du auch, ihr seid schimmelige Pferde, igitt. Ihr gammelt doch. Und dann gehen wir mal hier wieder Richtung Ausgang. So, nö, damit hätten wir das Gebäude fertig eingerichtet. Jetzt fehlt noch immer natürlich immer ein bisschen Detailarbeiten, Verbesserungen, sowas kommt immer noch später nach. Und fürs Erste aber, denke ich, haben wir da ein ganz gutes und ganz realistisches kleines Schätzchen geschaffen. Hof wird noch gemacht mit Brunnen, das werde ich dann nochmal in einem kleinen Tutorial nachreichen. Vielleicht nenne ich es dann sogar kleines großartig. Du wirst es erkennen, aber für den ersten Teil sind wir hier fertig. Der Hof wird eine separate Geschichte werden. Der hat mit dem eigentlichen Gebäude nicht viel zu tun. Der ist natürlich jetzt hier unfertig, das ist klar, so soll der nicht bleiben. Da werden wir nochmal versuchen, ein kleines Wunder noch zu wirken. Und bis dato hoffe ich, dir hat diese Videoreihe über den Gasthof Rockenbrunn gefallen. Mir hat es jetzt viel Spaß gemacht, auch wenn die Tutorials immer wahnsinnig anstrengend sind, weil man A, konzentriert bauen muss und B, trotzdem nicht das Reden vergessen darf. Das heißt, man fährt also wirklich auf 150% Hirnleistung, bis du dann, wenn du fertig bist, so einen echten Mindfuck hast. Anders kann man das nicht sagen. Unmoderierte Tutorials sind, glaube ich, leichter, aber ich bin halt eine Plaudertasche und ich kann mich zu unmoderierten Tutorials einfach nicht durchringen. Deshalb entschuldige das Dauergeplapper. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und wir sehen uns wieder bei uns im Studio Winter. Das war's von mir und jetzt bin ich ganz schnell weg. Tschüssi.